Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man eine automatische Blumenfarm bauen kann. Ungefähr so wie diese hier. Wenn ich jetzt hier den Schalter umlege, dann kommen hier nämlich ganz viele Blumen, die wir dann einfach einsammeln können, wenn wir Lust haben. Dann müssen wir dann hier einfach nur rumlaufen. Dann können wir hier die ganzen Blumen und die ganzen Samen und so weiter alle ernten. Und wenn wir genug geerntet haben, können wir hier einfach den Schalter umlegen. Und dann geht die Maschine aus und wir können hier nochmal den Rest, der hier noch rumliegt, halt einsammeln. Und die Maschine ist ziemlich leicht zu bauen und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an damit. Und zwar baue ich die mal hier vorne irgendwo. So, das erste, was ihr macht, ist, ihr schnappt euch irgendeinen Block und macht erstmal eine 10 lange Reihe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann 7 in die andere Richtung. Das bedeutet, 1 haben wir schon, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das verbinden wir jetzt einmal miteinander. So, dann macht ihr in die Mitte nochmal einen Streifen, allerdings gibt es hier nicht so eine richtige Mitte, sondern hier sind jetzt drei Blöcke über und hier quasi vier Blöcke. Das ist aber okay, so wollen wir es haben. Und dann stellen wir hier einmal in die Mitte einen Block, hier vorne hin und hier vorne hin. Auf dem mittleren Block stellen wir jetzt einen Dispenser, der so nach oben guckt. Also das Loch zeigt quasi nach oben und da kommt dann im Endeffekt auch das Bone Meal rein, was dann eben für die Blumen sorgt. Und dann stemmen wir uns einmal Redstone Repeater und platzieren hier jeweils einen, der auf keinem Tick ist quasi. Und hier platzieren wir einen, wo wir den auf zwei Ticks machen, das bedeutet zweimal Rechtsklick dagegen. Das gleiche hier auch nochmal, zweimal Rechtsklick, so. Und dann platzieren wir hier noch einen Block hin. Also hier, so sollte das jetzt aussehen. Zeige ich euch nochmal. Und hier kommt dann noch ein Block hin. Da oben drauf kommt dann erstmal ein Sticky Piston. Und auf den Sticky Piston drauf kommt noch ein normaler Piston. Und dann machen wir insgesamt zwei Blöcke vor den Sticky Piston. Wie gesagt, welche Blöcke ist hierbei egal. Hauptsache, man kann sie eben schieben. Und dann nehmen wir einen Observer-Block und platzieren ihn so dagegen, dass der Pfeil quasi nach da zeigt und der rote Punkt auch uns anguckt. Und dann platzieren wir hier nochmal einen Block hin. Und dann machen wir jetzt hier drumherum erstmal überall Redstone und auch hier hin, so. Dann haben wir eigentlich schon mal den schwierigsten Teil quasi fertig. Was wir als nächstes machen, ist, wir stemmen uns nochmal die Observer und platzieren die hier überall aufs Redstone rauf, sodass der rote Punkt vom Observer nach oben zeigt. Das machen wir hier dann auch nochmal, so. Zack. Und was ich euch jetzt schon mal empfehle, ist dann einen Block gegen den Dispenser zu stellen, und zwar gegen den Observer, und zwar auf dieser Ebene hier. Das sorgt nämlich später dafür, dass da eben keine Blumen rausfallen, und ansonsten würden hier nämlich hin und wieder ein paar Blumen-Items quasi nebenfallen, und das wäre natürlich doof. Dementsprechend macht ihr am besten schon mal eine Reihe Blöcke hin, aber hier wieder ist halt egal, welche Blöcke ihr nehmt. Dann nehmen wir uns Pistons und platzieren die so, einmal hier auf der Reihe entlang und auf der anderen Seite auch nochmal. Und die Maschine funktioniert jetzt folgendermaßen, und zwar schneiden wir uns jetzt einmal... Oh, hoppala, der muss natürlich richtig sein, so. Dann schneiden wir uns jetzt Grasblöcke und platzieren die hier jetzt einmal entlang. So, von Pisten zu Pisten. Wobei wir hier auf dieser Seite genau an den Pisten rangehen. Und auf der anderen allerdings nicht ganz. Das bedeutet, hier sieht man dann quasi diesen grünen Streifen noch. Und das sorgt nämlich dafür, dass quasi die Grasblöcke immer hin und her geschoben werden, zum einen. Und wenn Grasblöcke sich halt bewegen, dann sorgt das dafür, dass eben die ganzen Gräser und so, die hier drauf sind, kaputt gehen. Und gleichzeitig kommt dann der Dispenser von unten und schießt dann die ganze Zeit Bone Meal nach oben. Das bedeutet, hier kommt quasi Bone Meal hin, es wachsen Sachen. Die werden dann aber geschoben und gehen kaputt und dann wird wieder Bone Meal freigegeben quasi. Und dann wächst wieder etwas. Und um das Ganze nochmal ein bisschen zu verbessern, können wir hier auch nochmal einen Rahmen drumherum ziehen. So in etwa. Und dann, wie ich es eben auch bei dem bei der ersten Variante, die ich euch gezeigt habe, quasi gebaut habe, können wir dann hier nochmal Glas drumherum machen. Das sorgt einfach dafür, dass eben nichts daneben fällt und ihr nicht irgendwo ganz viele Blumen dann rumliegen habt. Das wäre natürlich blöd, sondern die wollt ihr auch alle einsammeln. Das aber nur optional und ihr müsst natürlich auch kein Glas benutzen, sondern könnt halt benutzen, was ihr möchtet. Ich mache es in diesem Fall jetzt mal. Da müssen wir nur noch ein bisschen von der Schaltung machen und wir können es auch noch ein bisschen angenehmer für uns machen. Mit dem Befüllen quasi vom Bone Meal. Das ist nämlich sonst eigentlich relativ nervig und da habe ich eine kleine Lösung für. So. Und zwar, was wir jetzt als nächstes machen, ist hier vorne. Über die Pistons platzieren wir erstmal einen Schalter. Und dann platzieren wir hier einmal die drei Blöcke nochmal weg. Hier kommt nämlich einfach eine Stufe hin. So, damit wir dann noch später da gut reingehen können. Und dann platzieren wir hier so eine kleine Ebene. So, dass man dann hier theoretisch auch noch stehen könnte. Oder hier kann dann halt der Eingang irgendwie sein von eurer Farm oder sowas. Und was wir dann machen, ist, wir schnappen uns einmal Trichter. Und dann noch eine Kiste. Und dann können wir nämlich zu dem Dispenser hin Trichter machen. Und zwar machen wir einfach Rechtsklick und Shift. Und dann können wir nämlich die Trichter so in einer Reihe dahin gehen lassen. Und dann machen wir diesen Block hier nochmal weg. Und dann haben wir hier quasi eine durchgehende Trichterreihe. Wenn wir hier jetzt quasi noch eine Kiste oben drauf stellen, dann sorgt das dafür, dass wir, wenn wir da jetzt Bone Meal reintun, dass das Bone Meal eben automatisch in den Dispenser gelangt. So können wir ja mal schnell machen hier, so zack, zack, zack. Und ihr seht, das wird hier weniger und sollte dann hier unten im Dispenser im Endeffekt mehr werden. Und so ist es halt sehr angenehm, einfach hier die Items reinzulegen, als dass man hier unten irgendwie immer hinlaufen muss und das ist ja irgendwie doof. So, und jetzt fahren wir eigentlich schon fertig. Wir können jetzt mal den Schalter hier umlegen. Beim ersten Mal wird nicht viel passieren, aber ihr seht jetzt hier, es wird quasi einmal geschoben und ein Bone Meal wurde quasi
benutzt, um hier Blumen zu generieren. Aber wenn wir jetzt den Schalter umlegen, dann wird es halt die ganze Zeit so hin und her laufen. Und das wird jetzt so lange funktionieren, eben bis kein Bodenmehl mehr da ist. Ansonsten würde es unendlich lang weitergehen. Und was man jetzt theoretisch auch machen könnte, ist sich einfach hier AFK hinstellen und dann hier einfach die ganzen Items einsammeln. Allerdings gibt es natürlich dann hier am Rand immer noch Items, die man dann nicht bekommt. Also theoretisch könnte man hier eine komplette AFK-Farm draus machen, aber so einmal rumlaufen sollte dann zur Not auch reichen. Und wie gesagt, wenn ihr dann irgendwie genug Items gefarmt habt oder so, dann könnt ihr einfach nochmal den Schalter klicken und dann hört das Ganze auf. Und ihr könnt nochmal hier schnell alles einsammeln und ihr seht ja auch hier, das meinte ich, manchmal liegen dann hier nämlich noch Blumen oder sowas. Und normalerweise würden die runterfallen, aber dafür haben wir ja hier die Blockreihe. Und das war eigentlich das ganze Tutorial. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag Blumen in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.